Im letzten Part, ne, haben wir das erste Geschäft übernommen. Da haben wir die Table Dance Bar. Und haben über Erfahrungen im Abhörsystem hier gekriegt. Das wäre dann halt alles Verwandten, um so auch Gegner abzuhören und ihre Position vorzuverraten. Und auch Sonderziele zu erzählen, hier Sammelobjekte. Ja. So, dann haben wir den Dealer, den wir eigentlich anwerben wollten, umgebracht, weil wir so lange gebraucht haben. Und der hat uns verraten, dass wir hier Charlie sein Heroin zerstören müssen, hier bei der Church. Und wir sind ja schon da angekommen. Oh. Er hat schon einige Gegner angezeigt. Dann steige ich mal hier aus und dann übernehmen wir mal, gucken, was hier so geht in den Laden. Wäre wieder sehr viel Wachperson. Weiß einer, was hier los ist? Ist noch mehr, hier ist noch mal eine Schutzweste. Veranstaltet sie ein Gemetzel. Gott verdammt, wir müssen diesen Arsch finden. Jetzt erst mit der Seite hin. Mitkriegen. Jetzt gehörst du mir. Dieses Arschloch mache ich platt. Fixer. Jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt für die Schutzweste. Ich
Ich gebe die Suche nicht auf, Bürschchen. Im Visier! Schieße! Ich rufe unsere Kampfscheue! So, das sind unsere Sonderziele. Lauf, lauf! Lieber, ich muss für meine Kinder. Ich will das kaputt machen. Um den Geschäftsschaden zuzufügen. Sprich mit mir, mein Freund. Irgendwann zeigst du dich. Geld. Das nehmen wir doch gerne an uns. Manche Brüder kommen angeheizt und kampfbereit zurück. Andere würden am liebsten im Leben nie wieder eine Waffe anfassen. Eigentlich schon. Oh, jetzt immer noch weiter. Dealer von Charlie fragen. Sie bekommt das Haus und er darf sein wertvolles Auto behalten. Wir wissen ja, wozu die jetzt nützlich sind. Sieh sie dir doch an. Die Jungs wollen nur arbeiten und dann nach Hause. Wir hacken schon wieder raus. Dann gehen wir noch hier rein. Hier ist nämlich ein Magazin. Oh, befragen wir ihn mal wieder. Ja, da sind noch ein blauer Teil. Jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir einen Ball auch noch ein. Erschreckt euch da nicht so, Leute.
Nase. Ja. Schon 2 von 4 in diesem Bezirk. Auf zu Charles Dealer. Wieder eins. Sie musste mit etwa 20 Stichen oben am Kopf genäht werden. Das war, nachdem sie die Nacht auf dem Betonboden verbringen musste. Die Bullen haben gesagt, wenn sie sie noch mal zu Gesicht bekommen, würden sie sie wegen Unsittlichkeit einbuchten. Scheiß Bullenwichser. Nochmal die Kasse. Der hat hier nämlich schon auch ein Magazin zu liegen. Als wir aufwuchsen, waren wir bettelarm. Schwindeln! Ich wie einige dieser Großkotze mit der damals versucht haben, mich und meine Leute abzuspeisen. Wir waren auch Weiße, aber für die... Figurentanz. Ich weiß, was du meinst. Scheint, als wäre das arme schwarze Schaf vom Weg abgekommen. Ich wette, die Polizei geht darauf, den Kerl mit dem Piratensender zu finden. Riechen alle Nigger wie Scheiße oder bloß du? Ruf doch! Oh, Nigger ist ja wahnsinnig! Die Kasse plündern wir noch. Ich schnapp mir das Magazin weg. Und befragen ihn. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Meine Crew meldet sich. Wären bei ihm an. Oh, das hat sich selbst Strecke kalt machen. Mama gehört. Das ist Mama, das letzte Mal. Ich schwöre auf meine Mutter. Sie ist nicht tot. Ich habe es letzte Mal mit ihr geredet. Gefälligst endlich auf, über Mama zu reden. Jeden Tag dasselbe mit ihr. Sie ist tot und begraben und kommt nicht wieder. Das macht
keine verdammte Bewegung. Er hat den Mann einfach erschossen. Fünf, zehn, 15, 20, 25, 35, 50. Strecke. Voila, mal kurz Feuer einfangen. Wieder zum Sammeln, ey. Sie spielen die Protestsongs nicht im Radio. Die da oben lassen das nicht zu. Mal wieder so. Propaganda-Plakat. Freue mich fast schon darauf, mit dem Holo-Sendung. Pass auf! Das Zeug besser nicht mit Backpulver. 20, 25. Erinnere mich, dass ich Charlie anrufe. Wir brauchen mehr Stoff. Mist, hab mich verzählt. Klasse. 10, 15, 20. Ich finde diesen hässlichen 25, Penner. 35. 50. Wir finden dich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay, eine Schrotze auf uns kommt auf uns zu. Fünf, zehn, 15. Lauf 20. Weiter, Arsch! Schaff uns diesen Motherfucker. Scheiße, wo kommt der denn her? Hast du das, Arschloch? Oh Herr, halte deine Hand über mich! Du bist tot, Schwanzlutscher!
muss kurz Munition wechseln. Ich bin hier. Er trifft mich, ich ihn nicht. Ich bring meinen Arsch aus der Schusslinie. Hey, ihr Penner! Was geht hier, Schwach? Hast du das, Arschloch? Was haben wir denn hier? Tretet ihm die Zähne raus! Bring es zu Ende, du Stück Scheiße. Wir fahren. Albumcover mit in der Okay, jetzt können wir es mit Donovan in Verbindung setzen. Bisschen abhören. Ah, ich sehe schon, hier gibt es wieder ein Playboy-Heft. Das war gottverdammt perfekt. Diese Nigger haben nie erfahren, was die erwischt hat. Und Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber wenn dir ein farbiges Mädlein bläst, oh, verdammte Scheiße, das hat wirklich was. So, damit haben wir alle Heftchen in diesem Gebiet gefunden. Aber hier gibt es dann noch mehr außer nur diese Playboy-Heftchen. Jetzt, wo wir schon dabei sind, können wir auch das online sammeln. Jetzt haben wir auch alle Poster gefunden. Ja, ich glaube 18.000 und mein Portemonnaie. Wäre ja, schön. Falls wir jetzt mal doch wirklich drauf gehen sollten, verlieren wir den größten Teil daran. Deshalb. Fahre ich jetzt hier zu diesem Symbol hin. Das ist Sammy's Bau. Geld wieder im Tresor. Damit wir dann halt nichts verlieren, wenn wir drauf gehen.
jetzt da zur Dunhamin? Das war dann bestimmt wieder bei der Busseite. Meiner Meinung nach hat das gepasst. Achso, gut, okay. Oh, nimm mal an. Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem normalerweise egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man bleibt am Leben. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Jo. Hab Richie gesagt, er soll Charlie nicht die Verantwortung für das Heroin überlassen, aber er hat auch bestanden. Wäre Charlies Vater schuldig oder so? Charlie ist nicht halb so viel wert, wie sein Vater es war. Verdammt. Wenn der Nigger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn und danach kümmern wir uns um Charlie. Okay. Die wollen Charlie umbringen. Diese Streife gehen macht mich krank. Ich will was erschießen. Na, wie geht's? Hm.
Wollen wir danach etwas essen gehen? Hey, willst du später mal eine Leiche sehen? Er ist noch hier. Da hast du ihn gesehen. Aber gerne doch. Dim, dim, dim. Ich mache hier drüben weiter. Oh, da liegt ein bisschen Cashes. Ja. Ich glaube, wir haben ihn. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Was denkst du? Habt ihr euch schon auf einen Namen geeinigt? Ich dachte an Thomas Lee, nach meinem Vater. Ja, das hat was. Wenn die Scheiße, dass wir dauernd angegriffen werden, nicht aufhört, wird mein Sohn am Ende irgendwie anders genannt. Hä? Nee, dazu kommt es nicht. Oh, wir schreien gleich noch ab! Alles klar. Was ist denn dann? Glückstreffer, Kleiner! Du, Alter. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Bam. Und natürlich geht das Kapitel, geht dieses Geschäft wieder an Cassandra. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst
eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Okay. So. Und wie es dann weitergeht. Erfahren wir denn in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Let's Play Mafia 3. Ich bedanke mich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht, ne? Ja, würde ich sagen. Wenn ich wieder raus wollte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis später. Tschüss.